Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. 2016 wurden in Duisburg über 7000 Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit verübt. Wegen des rätselhaften Verschwindens eines Mädchens ermitteln jetzt Polizeikommissarin Lisa Stein und Polizeioberkommissarin Hanna Held. Hallo. Ja, guten Tag. Meine Tochter ist verschwunden, Sie müssen mir helfen, bitte. Ja. Was war das denn? Sophia! Hast du das gehört? War das ein Schuss? Das war doch ein Schuss. Bleiben Sie mal bitte hier. Wir wissen selber nicht, was das jetzt war. Bitte, wir kommen sofort zu Ihnen zurück. Kleinen Moment. Da sind welche. Bleiben Sie mal jetzt bitte hier. Da sind zwei Personen. Ich glaube, die haben eine Waffe. Nee, die streiten sich gerade. Ja, die streiten sich. Was für eine Waffe hast du gesehen? Schusswaffe? Ich würde sagen, eine Schusswaffe, klein. Da müssen wir ran. Lisa. Wer hat denn die Waffe? Der hat eine Waffe. Der Große. Der Große hat eine. Geh von links. Soll ich ansprechen? Mach ich. Die Polizei! Die Polizei! Die Waffe fallen lassen. Die Waffe fallen lassen. Und die Hände hoch. Im Rahmen der polizeilichen Ausbildung genießt jeder Polizist ein Situationstraining. Das bedeutet, wir werden ganz konkret auf Gefahrensituationen geschult, wie wir uns zu verhalten haben, wenn ein Täter zum Beispiel plötzlich eine Waffe zieht, egal ob Messer, Schusswaffe oder Stock. Es ist uns im ersten Moment egal, wer vorn steht, weil jeder kann uns gefährlich werden und schwer verletzen. Das heißt, wir reagieren bei Jugendlichen im ersten Moment genauso wie bei Erwachsenen. Jetzt bewegen Sie sich hier zum Weg. Hier zum Weg. Ganz langsam. Ich komme jetzt zu Ihnen. Du sicherst? Die Polizistinnen müssen ermitteln, ob die Festgenommenen mit dem Verschwinden des Teenagers etwas zu tun haben. Zunächst müssen sie allerdings die Sicherheit am Einsatzort gewährleisten, ehe sie Näheres über die Waffe erfahren. Wir haben die auf jeden Fall nicht benutzt. Okay, ich habe mal eine Frage. Wir haben ja eben einen Knall gehört. Ist das eine Waffe, wo nur ein Geräusch rauskam oder kommt dann richtig ein Projektil raus? Ist das eine Soft-Air? Ist eine scharfe Schusswaffe? Ich habe sie gesichert. Die haben wir da hinten am Baum gefunden. Okay, alles klar. Wir haben aber auf jeden Fall nichts mit der Waffe zu tun. Ja, ruhig, ihr habt damit dabei jetzt rumgeschossen. Wo habt ihr den hingeschossen? Also ihr wisst, dass das eine scharfe Waffe ist, ja? Und wir haben eben einen Knall gehört. Ja. Sind Sie verletzt oder haben Sie jemanden verletzt? Nein, wir suchen jemanden. Uns geht's gut. Wir haben niemanden verletzt, wir haben auch keinen gesehen. Wir wollen nur, dass wir jetzt keinen Ärger bekommen, weil wir überhaupt nichts mit der Waffe zu tun haben. Okay. Wir haben die gefunden. Okay, dann zeigen Sie uns erstmal, wo Sie die gefunden haben. Im vorliegenden Sachverhalt gaben die Jugendlichen ja an, die Schusswaffe im Wald gefunden zu haben und damit rumgespielt zu haben. Ist natürlich total naiv, ne? Aber so ist das nun mal leider bei Jugendlichen ganz oft. Sie waren sich der Gefahr überhaupt nicht bewusst. Und dass hier niemand zu Schaden gekommen ist, ist eigentlich eine reine Glückssache. Ja, haben Sie ein Foto von Ihrer Tochter dabei, dass Sie uns das einmal zeigen können? Ja, natürlich habe ich ein Foto dabei. Wie lange ist das her, dass Ihre Tochter Sie angerufen hat? Ich würde sagen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde circa. Wir gehen mal weiter. Hier, hallo? Zeigen Sie mal. Okay, beschreiben Sie mir mal, wo die Waffe war. Die war hier hinter diesem Baum, in einem Loch. Hinter dem Baum in einem Loch. Gucken Sie mal. So, ihr setzt euch einmal, oder könnt auch stehen, weil es ist nass. Ja, das ist ja echt offensichtlich. Okay. Also, hier ist eine Tüte. Da war die Waffe drin? Ja. Also es ist auf alle Fälle deponiert gewesen. Und das war alles so drüber gebaut, ja? Also wie ein Versteck. Die Waffe, die die Jugendlichen gefunden haben, die hat keine Registrierungsnummer. Und das heißt, dass die mit höchster Wahrscheinlichkeit zu illegalen Zwecken genutzt wird. Und wir hier von einem hohen Maß an Straftatintentionen ausgehen. Und deswegen wird es weiterverfolgt. Und wer hat jetzt den Schuss abgegeben vorhin? Ich. Okay. Und das war einfach ein Versehen, weil sie gar nicht wussten, dass es geladen ist. Okay. Gut. Die aufgefundene Waffe macht dringend erforderlich, die Kripo hinzuzuziehen. Unterdessen stößt Hanna Held nur wenig später im Unterholz auf einen ersten Hinweis auf das verschwundene Mädchen. Lisa, hier waren die vorhin irgendwo, ne? Die Kollegen von Kraft,
Ja, ja. Ah. Ah, gucke. Die kann noch nicht hier lange liegen. Gucken Sie mal, ist das die Tasche von Ihrer Tochter? Das ist die Tasche von meiner Tochter. Okay. Mal, wenn hier jetzt was passiert ist, ja. Natürlich, das ist die Tasche. Ja, okay. Warten Sie mal, wir gucken mal kurz rein, ob da irgendwas... Wollte sie sich vielleicht mit jemandem treffen oder so? Nein, nein. Sie sollte nur auf Milan aufpassen. Ja. Ja. Oh Gott, okay. Das darf doch nicht wahr sein. Also Sie sind sich sicher, das ist die Tasche? Okay. Ja, natürlich ist das die Tasche. Gut, also wir haben jetzt einen Kollegen gerufen und wir müssen den Nahbereich auf alle Fälle absuchen. Wir können die Herren jetzt nicht alleine lassen, weil wir wissen ja nicht, was die mit der Angelegenheit zu tun haben. Deswegen müssen Sie sich jetzt gedulden, bis die kommen. Und dann können wir anfangen, hier im Wald zu suchen. Die Mutter der Vermissten versichert, dass ihre Tochter niemals ihre Tasche achtlos liegen lassen würde. Bei ihren Ermittlungen müssen die Kommissare Bora Axu und Klaus Schäfer klären, ob der Waffenfund etwas mit dem Verschwinden der Schülerin zu tun hat. Wie sagt die Kripo ist da? Hallo. Hi, 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 hi. Hi. Hallo. Hi, Lisa. Hallo. Hi. Na? Hallo. Hi. Erzähl. Okay. Meine Tochter ist verschwunden. Ihre Tochter? Wie alt ist Ihre Tochter? Meine Tochter ist 17. 17? Die Tochter war mit ihm hier im Wald und hat auf ihn aufgepasst. Ne? Wie heißt Ihre Tochter? Meine Tochter heißt Sophia. Ich habe so große Angst, dass ihr was passiert ist. Sophia mit Nachnamen? Weiner. Wie kommt denn auf die Idee, dass sie verschwunden ist oder dass hier was passiert sein könnte? Ich habe einen Anruf von ihr erhalten. Ja. Sie rief an und sagte, in diesem Wald wäre ein unheimlicher Mann und sie hätte Angst. Ich habe ihr dann sofort gesagt, dass sie weglaufen soll. Welche Handynummer hat sie? Die Handy braucht er nicht orten, das haben wir gefunden. Also, wir sind dann hier eingetroffen, wir sind dann zusammen in den Wald reingegangen. Wir haben zeitgleich einen Schuss gehört beim Eintreffen, sind hin, haben... Die jetzt eben abgefahren sind, das waren zwei Jugendliche, die haben eine Waffe im Versteck gefunden, haben damit rumhantiert, Schuss hat sich gelöst, die wussten gar nicht, dass die geladen war. Ja. Die sind jetzt beide auf der Wache, werden den Eltern übergeben und dann haben wir aber noch die Tasche gefunden von ihr, ziemlich dicht aneinander. Das schauen wir uns ganz krass an. Und genau. du warst dabei? Ja. Erzähl mal, hast du denn gesehen, mit wem deine Schwester weggegangen ist? Mm-mm. Hast nichts gesehen? Nee. Okay, das ist natürlich schlecht. Dann zeig du uns mal bitte mal, wo wir das gefunden haben. Ja, genau. Wo ihr das gefunden habt. Also, die Waffe habt ihr sichergestellt? Haben wir den Kollegen übergeben gerade. Waffe und, aber die Registriernummer rausgefallen. Ganz kurz für Sie. Sie können jetzt einen ganz großen Gefallen tun. Sie müssen jetzt bitte nach Hause gehen. Bitte rufen Sie alle Freundinnen von ihrer Tochter an, wo sie sich aufhalten könnte. Wir kommen auf jeden Fall noch mal auf Sie zurück. Die Kripo-Kommissare vermuten, dass das verschwundene Mädchen Zeugin einer Straftat wurde. Der Fundort der Waffe erhärtet ihren Verdacht. Zur Ergreifung des Täters schmiedet Klaus Schäfer einen Plan. Ja, das sieht ja hier schon nach einem Versteck aus. Aber ne? das war zu, ne? Oder? Ja, genau, das war zu. Also, dann machen wir das jetzt auch zu. Ich würde mal sagen, wir verteilen uns hier. Ihr geht zurück zum Auto. Wir verteilen uns hier und werden mal gucken, ob einer auftaucht. Das ist ja schon eine Menge Zeit vergangen, ne? Ja, bis jetzt ist ja keiner gekommen. Vielleicht war dann auch nur, dass wir alle wieder weggehen. Ja, gut, wir können es probieren. Ich denke, wir probieren das auf jeden Fall. Genau. Der Streifenwagen, der muss auf jeden Fall weg. Ja. Wir können ja im Nahbereich schon mal fahren, ob wir die Tochter finden. Ne? Ja. Wenn was ist, könnt ihr uns über Funk erreichen. Gut. Fang schon mal an. Wir bleiben hier in der Nähe. Ne? Alles klar, bis später. Gut. Pass auf, dann lass uns einer links, einer rechts aufhalten. Geschäfte unter Kriminellen, die mit toten Briefkasten abgewickelt werden, das ist nicht wenig. Das kommt schon ziemlich regelmäßig vor. Deswegen lagen wir hier bei der Annahme, dass es sich hierbei auch um einen toten Briefkasten handelt. Hier war vorhin auch mit der aufgebrachten Mutter, die ihre Tochter gesucht hat, und auch mit der Polizei ein bisschen Aufsehen. Deswegen haben wir die Kollegen gebeten, erstmal sich zurückzuziehen. Kann sein, dass wir einen Beobachter haben im Umfeld, der einfach nur darauf wartet, dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt und zu diesem toten Briefkasten zurückkehrt. Der geht da auf jeden Fall dran. Hier geblieben, stehen bleiben, Polizei. Hey, bring ihn. Ganz ruhig. Ich hab nichts gemacht. Sie haben nichts gemacht, kommen Sie mal mit. Gemacht? Kommen Sie mal mit. Ich
hab den. Was wollt ihr euch? Erstmal möchte ich ihn nicht, dass er so frei rumläuft. Wie sind Sie weggelaufen? Ich habe einfach Schiss gekriegt. Ich dachte, er macht mir irgendwas. Ja? Was haben Sie da gesucht? Nix, keine Ahnung. Ich habe da eine Tüte gesehen. Ich dachte, die haben die gesehen? Die konnte man gar nicht sehen. Doch, die hat rausgekommen. Die konnte man gar nicht sehen. Die haben wir eben so versteckt, dass man sie nicht sehen konnte. Warum haben Sie die Tüte? Ich habe sie ganz genau beobachtet, wie sie da drangegangen sind, wie sie diese Holzstämme da runtergeholt haben, anschließend in die Tüte geguckt haben und dann festgestellt haben, dass sich irgendetwas nicht in dieser Tüte befindet. Was wollten Sie dort? Gar nichts. Ich habe nur die Tüte gesehen und dachte mir, ich guck mal, vielleicht ist hier irgendwas. Aber die hat frei. Keine Ahnung, ich war eigentlich schon spazieren. Sagen Sie mir mal Ihren Namen. Ihren Namen? Warum? Ich habe nichts gemacht. Weil wir von der Polizei sind und Sie sind verpflichtet, uns Ihren Namen zu sagen. Und Sie sind jetzt erstmal vorläufig festgenommen. Sven Kramer. Haben Sie einen Ausweis bei sich? Ja. Wo ist der? Andere Hand auf den Rücken. Ich habe keine Lust, dass Sie wieder weglaufen wollen hier. Nein, ich würde nicht weglaufen. Was? Sven Kramer, ich check den mal gerade ganz kurz. Klaus Schäfer erhöht den Druck auf den Verdächtigen, doch der beteuert weiterhin seine Unschuld. Die Abfrage seiner Daten lässt bei Bora Aksu jedoch Zweifel an seiner Aussage aufkommen. Als er den Mann damit konfrontiert, gesteht er ein brisantes Delikt. Sie sind ja im Besitz einer Waffenbesitzkarte. Ist das richtig? Und wir haben zwei Waffen, die auf Sie registriert sind. Ist das auch richtig? Ja, das ist richtig. Wir haben hier gerade eine Waffe gefunden, die haben wir festgestellt. Die ist sichergestellt und die wird auf jeden Fall überprüft, ob die Waffe zu Ihnen gehört. Möchten Sie uns schon mal etwas sagen oder sollen wir da alleine drauf kommen? Die ADV-Abfrage hat ergeben, dass ein... Egon, habe ich mit? Eine Sekunde. Na, ja, was kommt jetzt? Ich wollte... Ich brauche Geld und dann habe ich gedacht, ich verkaufe meine Waffe und ich melde die halt als gestohlen. Dann wollte mir damit Geld verdienen. Die Nummer haben Sie versucht auch rauszufeuern. Ja, klar. Sonst kann man sie zurückverfolgen. Das können wir auch sowieso zurückverfolgen. Aber naja, gut, daran haben Sie jetzt wahrscheinlich nicht gedacht. Sie wollten Ihre registrierte Waffe verkaufen, verstehe ich das richtig? Ja, ich brauche ganz dringend Geld. An wen wollten Sie die denn verkaufen? Ich weiß nicht, ich habe mit einem Kumpel geredet und der hat was von dem Darknet erzählt und der hat mir das gezeigt. Übers Internet? Darknet. Und was sollte jetzt hier passieren? Da sollte jetzt was anderes drin liegen als Ihre Waffe? Ja, ich habe die Waffe verkauft über das Darknet beim unbekannten Verkäufer und normal sollte da jetzt eigentlich mein Geld drin sein, das habe ich halt... Aha. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Streifenwagen. Zur standardmäßigen Ausrüstung der Kripo-Fahrzeuge gehören Tablet-PCs, mit denen die Ermittler auch ins sogenannte Darknet gehen können. Die Inaugenscheinnahme des Chats bestätigt die Aussage des Mannes. Zur Ergreifung des Waffenkäufers sind die Polizisten auf die Mithilfe des Festgenommenen angewiesen. Doch der verweigert die Kooperation. Unter der Wurzel ist die Waffe. Okay. Haben Sie geschrieben. Das ist Ihre... Genau, das sind meine Daten, aber ich habe... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer der Käufer ist.